Wir kommen heute noch zu einer weiteren Folge von Crusaders of the Lost Idols. Nachdem ja dieses neue Missionsfeature da ist und ich jetzt einige Missionen bereits abgeschlossen habe, habe ich jetzt auch die schwierigeren Missionen bekommen, beziehungsweise ich habe sie noch nicht angefangen, weil die sind ganz schön hart. Also mal schauen, wie das genau funktioniert, und da nehme ich euch jetzt mit, um euch da ein bisschen was zu zeigen und zu erzählen. Und ja, ich starte erstmal mit den ein paar Missionen, die jetzt aktuell hier noch abzuschließen sind. Allerdings mache ich die jetzt nicht on block, sondern ich suche mir die einzelnen raus. Also so wie hier zum Beispiel mit den Red Rubies, kein Problem, 100% komplett und abgeschlossen. Hier seht ihr schon, die Liste wird ziemlich lang, was hier so alles reinkommt. Ich brauche ein Tier, ich brauche einen Event-Charakter, ich brauche einen Heiler und. Also zum Glück habe ich dann schon einige freigespielt. Also ich denke, für diejenigen, die noch nicht viele von den Event-Charaktern haben, wird es auch umso schwieriger, an diese ganzen Sachen ranzukommen. Weil inzwischen weiß ich auch, was jetzt die 21 zu bedeuten hat. Das heißt, ich kann maximal die Hälfte meiner Crusader, also müsste ich irgendwie 42 Crusader haben, aktuell, und kann eben deswegen 21 davon auf Mission schicken. Da ich jetzt hier nur so bis maximal, ich glaube bei dem einen bis maximal 15, würde das ganz gut passen, soweit man eben die richtigen, ja, auf den Weg schickt. Also als nächstes die Juwelenkiste gleich abschließen. Soweit. So, jetzt noch ein bisschen gut, die Buffs, die lasse ich mal kurz noch stehen. Jetzt hier erstmal 1 Stunde 20 Minuten Gold. Komplett. So, da ist von 102. Das ist inzwischen nicht mehr viel, was es jetzt letztlich bringt, weil ich brauche schon 6,8 hoch 101, um überhaupt ein nächstes Level zu bekommen. Jetzt warte ich gerade wieder, dass hier die beiden Fähigkeiten wieder verfügbar sind, damit ich letztlich hier den Boss killen kann, zusammen mit Verwendung des Archangels und den anderen Boni. Also das ist nicht ganz so einfach. Weil einmal hatte ich es jetzt gerade schon probiert, bin aber nicht ganz durchgekommen, trotz des Savage Strikes, also trotz den Damage dazu, hat es leider nicht gereicht, den Boss zu erledigen. Okay, aber weiter mit den Missionen. 4 Missionen sind noch aktiv. So, das hier. Inzwischen weiß ich auch, dass die Enhancement Points extrem wichtig werden. Und zwar bei diesen zusätzlichen schwierigen Missionen. Also jetzt kriegen erstmal die drei einen zusätzlichen Enhancement Points. Dann. Und hier habe ich jetzt nochmal 8 Stunden Gold. Also mal schauen, wie viele Level mir das jetzt tatsächlich ermöglicht und vielleicht auch noch einen Sprung schon mal für, ja, für meinen Werwolf, weil wenn der den nächsten Vierer-Multiplikator bekommt, wäre das natürlich ideal. So, mal schauen, 12, es fehlen noch 4 Level, bevor ich dann dort weiterkomme. So, aber jetzt zu den eigentlichen Missionen. Ihr seht, hier beginnen jetzt die Lila-Missionen, die zum einen gefährlicher werden, das heißt, die Crusader können verletzt werden und sie fallen dann eine gewisse Zeit aus. Ich weiß noch nicht, wie lange, und ich hoffe, dass ich es auch nicht so schnell rausbekommen werde, weil ich möchte lieber meine Crusaders nutzen können. Vielleicht sind sie auch nur für die Mission nicht verfügbar und können im Spiel verwendet werden, das kann ich noch nicht genau einschätzen. Des Weiteren hier, also neben den vielen Sachen, die hier sozusagen dazu gebraucht werden, wo ich hier jetzt einige habe, aber das dauert 12 Stunden, das heißt, in der Zeit könnte ich nicht auf meinen Archangel zurückgreifen, den ich im Moment ziemlich dringend brauche, um sozusagen die Boss-Level weiterzugehen. Und hier ist eben, hier steht eben 200 Erfahrungspunkte für jeden Crusader sind nötig, um letztlich hier erfolgreich zu sein. Das heißt, ich bräuchte für alle 5 Crusader irgendwas um die 200 Erfahrungspunkte. Und der höchste Crusader, den ich aktuell habe, also mit den meisten Erfahrungspunkten, das dürfte sogar mein Werwolf sein, der irgendwie über 140 hat. Mal schauen. Genau, also hier, also der Werwolf hat über 145 plus 2, die er von dem Succubus aktuell bekommt.
Und das heißt, dass ich letztlich aktuell noch gar keine Chance habe, überhaupt diese Mission, selbst wenn ich diese ganzen Felder hier erfüllen werde, erfolgreich sozusagen das loszuschicken. Das heißt hier, ich brauche 4 Humans, ich brauche 3 Event-Charakter, dann ein Supernatural, was dann zum Beispiel hier, also mit Sonderfähigkeiten, sein könnte, dann noch ein Magier. Also das ist schon extrem fordernd und die sind 2 Tage unterwegs. Dafür ist natürlich das Spannende ein Gear-Upgrade. Das heißt, egal welches Level aktuell die Gears haben, würde das bedeuten, also hier oben sieht man ja so angezeigt, was da so aktuell drin ist und was dann, wobei die Frage ist, nein, One Piece of this Crusaders Gear will upgraded. Also nur eins von den 3 Slots wird eine Erfahrungsstufe höher gemacht. Und an der Stelle ist es jetzt der Fledermaus, also er. So, das heißt, ich habe jetzt hier überall schon Rare Gear. Das heißt, er würde zumindest ein Slot, wenn ich es richtig sehe, genau ankommen. Also das ist ja grau, dann gibt es grün, dann gibt es blau und das letzte ist Epic Gear. Und das würde bedeuten, ich könnte eins von diesen 3 Gears tatsächlich auf Epic bekommen. Das wäre schon ziemlich genial, auch wenn ich mir das natürlich für einen anderen im Moment mehr wünschen würde als ausreichend für diesen. Und ja, die laufen noch 2 Tage, 5 Tage, bevor sie expiren, das heißt, bevor sie wahrscheinlich durch neue ersetzt werden. Und hier ist ebenfalls nochmal hier dauert es sogar 3 Tage. Und das sind die Missionen, wo ich weitere Crusader freischalten kann. Das heißt, der Holiday Crusader, der durch ein Holiday Event, also das habe ich nicht mitbekommen, wahrscheinlich war das noch bevor die auf Steam aktiv gewesen sind. Ah, okay, also hier ist besseres Gear erhöht die Chance und hier brauche ich zumindest 100 EP bei jedem. Also ich kann ja mal so testweise zusammenklicken, ob es mir gelingt, hier eine Erfolgschance von 100 zu bekommen. Das heißt, fange ich mal mit dem Klicker als erstes an. So, als sehen, dann brauche ich noch auf jeden Fall Event-Charakter, eine ganze Menge. Zum Beispiel den hier. Jetzt sind wir bei 29. Ich brauche noch, ja, sowas. So, und jetzt brauche ich noch Goldfinder und Healer und die beide möglichst von Events kommen. Das sollte jetzt kein Problem sein, dass die von Events kommen, weil da müssten einige zusammenkommen, aber die haben natürlich viel zu wenig EP, weil die so selten Ausrüstung bekommen. So, hier ist zum Beispiel noch einer, das heißt, ich bräuchte aber noch einen weiblichen Goldfinder und ja, den scheine ich in der Form nicht zu haben, aber zumindest einen weiblichen Event. So, das heißt, ich komme jetzt gerade mal bei 58% raus. Wieso hat er das jetzt alles wieder gelöscht? Komisch. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ist es ziemlich schwierig, wirklich für die Mission aus meiner Sicht eine sinnvolle Erfolgschance zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen will, wenn ich hier nur gerade mal 58% Erfolgschance habe, dass ich meine Leute 3 Tage losschicke, sie erheblich verletzt werden können. Also, ja, dann werde ich lieber noch ein bisschen abwarten. So, mal gucken. Sie hat jetzt 2 Felder erfüllt und hat 146, während er, okay, auch 14%. Das heißt, es ist noch mal ein bisschen interessant, auch auszurechnen, wie viel bringt denn jetzt eigentlich was für einen Slot, wenn man den verwendet. Und zum Beispiel so, der Bunny hat 11% mit dem Gear. Also, da gibt es noch einiges zu kalkulieren. Interessant, der hat jetzt nur einen Slot erfüllt, aber er hat immerhin aufgrund des Gear und wahrscheinlich einfach auch aufgrund der Erfahrung, die er schon gesammelt hat, einfach noch schon einen besseren Modus. Der hat hier nur 13, dafür erfüllt er 4 Slots. So, mal gucken, ob ich hier noch einen mit ein bisschen niedriger finde. 7 EP, okay, der bringt zum Beispiel dann nur 10%, obwohl er auch 3 Felder erfüllt. Also, das ist alles noch ein bisschen auszutüfteln. Gut, hier kann ich dann noch wieder Gold einsammeln. Das heißt, hier ist eine Grundbasis schon von 30%. Also allein dafür, dass die Grauen letztlich schon Basis 50% und deswegen relativ einfach ja, auf 100% zu bekommen sind,
Bei dem hier sollte es mir auch noch ganz gut gelingen, für 6 Stunden die dann loszuschicken. So, einen Buff habe ich jetzt hier, glaube ich, nicht. Das sind alles nur 10 Minuten Gold. Wo war das jetzt gerade? Also hier ist schon, also für 10 Minuten Gold, die im Endeffekt 26 Minuten wegzuschicken, ist schon sehr umfangreich. Aber das werde ich soweit gleich dann starten. Und wie gesagt, ich wollte euch vor allen Dingen zeigen hier, wie, also es gibt tatsächlich die Mission, wo ich jetzt Idols, Gear Upgrade und Crusader finden kann. Aber so ohne weiteres lässt sich das jetzt noch nicht starten. Ich werde dazu sicherlich etliche von meinen Kisten aufbrauchen. Das heißt, allein hier, ich habe im Moment 1700 normale Kisten. Ich gehe mal davon ab, ich werde da etwa 1000 benutzen, einfach um die dann aufzulösen und die, ja, die Erfahrungspunkte hochzukriegen und mal sehen, wie dann der Status ist. Das werde ich jetzt gleich starten. Ich werde es dann kurz ein bisschen überspringen und dann mal gucken, wie sich sozusagen dann die höheren EPs auswirken. Also die meisten liegen so um die 100, mein Werwolf wie gesagt bei 140. So, als erstes gilt es jetzt aber erstmal noch hier ein Level weiter zu gehen und ja, den Werwolf wieder aufzuleveln. Vielleicht hat er ja, ne, es hat nur ein Level bisher gebracht, das was er dort noch geidelt hat. Das heißt, jetzt gilt es hier wieder, auch wenn der Archangel um einiges schwächer geworden ist, letztlich mit dem Archangel hier ja, einen Grundschaden anzurichten, da eben von 30% waren es jetzt, glaube ich, dann. Genau, 30% auf maximaler Gesundheit. Und dann kann ich letztlich mit dem Firestorm hinterher schon mal ausreichend Schaden machen, um die ganzen Bossmonster mitzubekommen. Dann noch den Damage-Bonus. Und dann sollte es jetzt hoffentlich gelingen, ja, das Level trotzdem zu schaffen. Wobei es, naja, noch hat sie noch nicht so viel Rage, dass sie mich tatsächlich überrennt. Und ich glaube, es sollte noch soweit an ausreichen dann. Aber ihr seht, es ist durchaus noch relativ knapp. Und ja, ich hoffe mal, dass ich dann mit den anderen beiden Boni, die ja dann den Goldbuff haben und den Damage Buff, sobald ich die aktiviert habe, dass ich dann noch etliche Level weiterkomme, um ja eigentlich das Ziel bis Level 600 zu kommen. Aber wenn nicht heute, dann halt vielleicht ein andern Mal. So, das war jetzt Auto Progression wieder enabled. Jetzt hat es wieder disabled. So. So, und jetzt gehe ich auf die, ja, mache ich mal die ganzen Kisten auf. Fangen wir mal mit der Juwelenkiste an. Mal gucken, ob dort noch ein Gear dabei ist, das, okay, das ist duplicated, das heißt, es gibt nur EP-Points. Das sind klassische, so, und das ist auch wieder nur duplicated. So, und jetzt geht es dann darum, ich werde dann auch immer zwischendurch den Werwolf aufleveln. Einfach, dass ja, das Gold, was letztlich hier dann zur Verfügung steht, natürlich hier auch direkt genutzt wird und hier die nächsten Multiplikatoren schafft. So, die ersten 100. Und wie gesagt, die anderen überspringe ich gleich und nehme euch dann mit zu den letzten. Hier seht ihr im Endeffekt das Gold. Okay, das sind jetzt die Buffs. Interessant ist letztlich vor allen Dingen, ja, ob es hier tatsächlich zumindest irgendeine Chance gibt, ein bestimmtes Gear zu bekommen. Hier sind alles nur duplicated, alles nur einfache. Das heißt, es gibt hier zumindest, ich denke, ein EP gibt es für die grauen oder weißen. Dann hoffentlich 2 EP für ja, grünes Gear. Und 3, mal gucken, habe ich überhaupt, hier ist ein blaues, genau, dafür dürfte es vielleicht dann 4, vielleicht aber auch nur 3 Punkte geben. Und ja, besser als blau habe ich auf jeden Fall eh nichts da mit dabei gehabt. Ja, für den Werwolf sind jetzt im Endeffekt 5 Punkte rausgesprungen und 14 Level immerhin. So, Zeit für den Wiedereinstieg.
Ich nehme euch jetzt noch mit auf die Öffnung der letzten 100 Kisten, weil die anderen, so 478, die werde ich mir erstmal noch aufheben, damit ich auch eben die Goldboni in verschiedenen Leveln nutzen kann. Aber jetzt auf zu den letzten 100 vorerst. Bisher hatte ich wenig Glück bei den Kisten, um ja, irgendein Epic Gear zu bekommen. Das heißt, ich habe maximal eben blaue bekommen. Und selbst bei über 1000 Kisten war jetzt kein einziges Epic Gear dabei. Da waren natürlich so 25 Silberkisten zu öffnen schon um einiges interessanter. Ich werde gleich nochmal nachschauen, wie viel von den Diamanten ich habe und wie viele Juwelenkisten ich dafür kaufen kann. Weil vielleicht mache ich da auch nochmal 25 oder so weiter. Einfach um da nochmal die Chance, ein bisschen das Gear zu verbessern. Also hier jetzt auch wieder nur blaue. Und das mit den Kisten jetzt erstmal ausreichend. Also aktuell, naja, 545, das heißt, ich könnte gerade mal 5 Kisten kaufen, aber das mache ich jetzt gerade mal noch. Und mal gucken, ob dort das Glück mir etwas mehr hold ist. Okay, zeig mal, was ihr habt. Hier 5. Ja, okay. Also, der hat ein Epic Gear bekommen. Crusader alle 40% mehr Schaden. Und noch ein 8-Stunden-Warp. Soweit, so gut. Und ja, jetzt gilt es nochmal ein bisschen zu gucken. Also das könnt ihr natürlich jetzt leichter vergleichen. Das heißt, die DPS ist jetzt auf 504% gestiegen. Ebenso der Cooldown auf 211, der im Moment mir dann auch zusätzlichen Schaden ermöglicht, weil das ist... ich glaube, eine von den Fähigkeiten, genau, 1% von Cooldown über Max steigert meinen Schaden um 5%. Und ja, der Maximum-Schaden ist, ich glaube, 50. Also genau, hier stehen ja die Cooldowns. Das heißt, der Cooldown kann maximal um 50% reduziert werden durch diese Fähigkeiten. Das heißt, ich habe 150 mal die 5% sozusagen Schadensbonus. Steht hier, glaube ich, nicht irgendwo extra aufgelistet. So, des Weiteren sind dann hier, okay, der Klickschaden wird nochmal verstärkt, auch wenn ich den aktuell überhaupt nicht verwende. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, ich hatte vorhin 10 Millionen und jetzt habe ich 12,4 Millionen. Also nochmal fast 25% obendrauf für die Goldboni. Und jetzt mal schauen, ob nicht zumindest ein paar noch ein paar besseres Gear bekommen haben. Auf jeden Fall... ich bin jetzt bei 174 und 187, also das heißt, die Gears haben auf jeden Fall deutlich zugelegt, also die Erfahrungspunkte, die durch die doppelten Gears dann letztlich erreicht wurden. Und mein Werwolf hat jetzt über 200. Das gefällt mir schon mal sehr gut, auch wenn ich die natürlich auf die 200er Mission vorerst nicht schicken werde. Aber vielleicht ist es jetzt sinnvoll, die 100er Mission zu machen. Werden wir gleich nochmal reinschauen. So, hier ist auch nichts. Also er hatte hier zumindest ein Gear-Upgrade. Die sind alle gleich geblieben. Da ist nur die Erfahrungspunkte haben sich verbessert. Okay, genau, das haben wir jetzt gerade durch die Goldkisten noch bekommen. So, mal gucken hier, der Fire Phoenix. Da hat sich, glaube ich, dann nicht viel geändert. So, auch nur Erfahrungspunkte. Und hier hat sich auch noch ein Gear verbessert. Das heißt, der hatte vorher grün. Das heißt, er hat jetzt nochmal verbessertes Schaden für alle Crusader. Also jetzt gucke ich nochmal nach, wie es jetzt mit den Missionen aussieht. Und ob ich jetzt hier zumindest beim Crusader, wo sie 3 Tage unterwegs sind, bessere Chancen habe, dann den ja, erfolgreich abzuschließen. Mal gucken, wie viel mir jetzt bringt. Also es bringt trotzdem nur 14% an der Stelle, obwohl sie schon 200 EP haben. Die Frage ist natürlich auch, ob das dann gedeckelt ist. Das heißt, ob ich auf alle dann letztlich 100 haben muss oder ob einer, der hier, okay, der hat jetzt schon 16% und den verwende ich auch nochmal nicht. Das heißt, es könnte dann ganz gut klappen, wenn ich die soweit voll bekomme. So, jetzt bin ich schon bei 30%. Der hat natürlich jetzt zu wenig EP, aber ich brauche auch noch einen Magier. 42% und einen Heiler brauche ich auch noch. Okay, dann könnte ich den Drachen nehmen. 50%.
Und ja, jetzt bräuchte ich noch zwei Female und einen Goldfinder. Ja, da ich keinen. Soweit ich weiß, gibt es keinen Female Goldfinder. Das ist natürlich etwas unpraktisch. Das heißt, ich würde jetzt immer noch aktuell gerade mal eine Chance von 55% bekommen und dafür schicke ich meine Großhelde ganz sicher nicht 3 Tage weg. Das heißt, ich werde noch ein bisschen abwarten und vor allen Dingen eher dann so diese kleineren Missionen machen, wie zum Beispiel hier mit den 10 Minuten, was natürlich hier wieder sehr ideal ist, weil da kann ich einfach meine Nebencrusader, die ja ohnehin viele Erfahrungspunkte benötigen, damit die sinnvoll einsetzbar sind. So, dann brauche ich noch den. Okay, den Leprechaun will ich nicht wegschicken. Den Zander auch nicht unbedingt. Das heißt, es gibt nur sehr wenige magische Charakter. Das ist aber echt blöd. Also hier wäre es praktischer, wenn die natürlich besser verteilt werden. Weil auf den Zander, na gut, es dauert jetzt nur 10 Minuten, da ist es egal, dann schicke ich die jetzt einfach mal los. Weil 10 Minuten kann ich auf die locker verzichten. So, das nächste sind jetzt hier eine halbe Stunde. Gut, auf die beiden kann ich auch gut verzichten, das ist kein Problem. So, dann noch mehr Enhancement Points. Das heißt, ich werde erstmal noch eine ganze Weile beschäftigt sein, auch hier die Enhancement Points zu erweitern, damit einfach Crusader so wie. Oh, der ist Female und Male, ist ja interessant. Dass die Crusader, gerade die Event Crusader, die letztlich wenig Enhancement Points bekommen können, einfach dann Enhancement Points einsammeln, um dann auch einsetzbar zu sein oder zumindest besser einsetzbar zu sein. So, das dauert jetzt schon über 3 Stunden. Da kann ich aber trotzdem die Event Crusader nutzen, weil im Moment, solange der Event Bonus noch aktiv ist, benutze ich ja eh Lumberjack. Von daher ist es jetzt kein Problem. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, ach doch, der Magicken, aber den jetzt 8 Stunden wegzuschicken, naja, solange der Bonus aktiv ist, jetzt muss ich mal gucken. Also noch 6 Stunden ist der Bonus aktiv. Womit er letztlich die bessere Wahl ist gegenüber dem anderen, gegenüber dem Leprechaun. So, jetzt gilt es hier gleich mal noch ein bisschen aufzutrumpfen, das heißt hier noch ein Level mehr und dann hat er wieder den vierfachen Schaden zum Multiplikator, womit ich dann hoffentlich auch in der Lage bin, hier das Boss-Level zu schaffen. So, jetzt nochmal bei den Missions. Jetzt muss ich nochmal gucken, also aktuell sind jetzt 12 unterwegs, habe ich also noch eine ganze Menge Platz, um weitere wegzuschicken. Und am besten sind immer noch die Enhancement Points. So, also schicke ich auf jeden Fall mal den Drachen weg, weil für den habe ich keine große Verwendung. Ja, mir fehlt halt einfach noch ein Magier. Vielleicht muss ich dann warten, bis ich einen anderen zurückbekomme. Mal gucken. Hier war doch auch, genau, damit ich den letztlich nachher mitschicken kann. Wobei ich auf den auch nicht unbedingt 8 Stunden verzichten müsste. Also mit der Zusammenstellung ist alles noch ein bisschen nicht so optimal, dass man die so schwierig dann auswählen kann und sich natürlich sehr genau überlegen muss, auf wen will ich jetzt eine längere Zeit verzichten. Und hier ist zum Beispiel auch wieder, ich brauche auf jeden Fall das Supernatural. Da gibt es nicht allzu viele, die das erfüllen. Hier wäre es natürlich gut, wenn ich noch ein bisschen besser filtern könnte, weil im Moment filtert er ziemlich automatisch. Erstmal, wer mehrere von den Fähigkeiten, die noch gebraucht werden, erfüllt. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel die Soul Generator schon mal reinnehmen und dann bekomme ich natürlich nur noch die angezeigt, die jetzt von den anderen dreien was erfüllen. Und dann muss ich eigentlich schon zwangsläufig dann den Phönix nehmen und dann noch einen von denen. Das heißt, die sind jetzt ziemlich lange abwesend, das heißt, es ist schon wieder fast den ganzen Tag, die gehen, wo sie dann unterwegs sind. Dafür bekomme ich 8 Stunden Gold. Das ist dann aber auch schon ganz gut. Also soweit für heute nochmal als Ergänzung sozusagen die schwierigen Missionen, die tatsächlich das erfüllen, was so in der Ankündigung versprochen wurde. Aber es ist nicht ohne. Also bis man die dann so erfolgreich abschließen kann und garantiert auch 100% bekommt, 87 Idols ist im Vergleich zu 12 Stunden. Da kann ich natürlich aktuell einfach mit dem Free-to-Play in 12 Stunden mit Sicherheit mehr Idols einsammeln als 87. Aber wenn ich die Crusader sowieso nicht brauche, dann ist es auch kein Problem, sie dort wegzuschicken. Ich bin gespannt, wann es mir gelingt, das erste Mal hier einen weiteren Crusader oder
dieses Gear-Upgrade letztlich zu ja, erfolgreich abzuschließen. Aktuell habe ich jedenfalls noch 5 Tage Zeit, um diese Mission zu starten. Und wahrscheinlich werde ich mich dann demnächst auf diese Mission konzentrieren, weil 12 Stunden ist dann noch eine überschaubare Zeit. So einfach mal die über Nacht laufen lassen und dann ein paar Idle zusätzlich zu verdienen. Ich denke, das ist dann auch noch eine ganz gute Lösung. Also soweit für heute und ich bin gespannt, wie es ja, für euch bei den Missionen funktioniert und gefallen sie euch oder sind sie euch zu schwierig, weil letztlich müsst ihr schon ziemlich lange spielen und es ist natürlich jetzt eine sehr gute Senke für die ganzen Kisten, weil ich habe jetzt über 1000 gleich erstmal verbraucht, um ausreichend Erfahrungspunkte hier einzusammeln, damit die Missionen überhaupt in irgendeiner sinnvollen Erfolgschance zustande kommen. Ja, hier oben noch die ganzen neuen Warps, die jetzt hier bei über 100 liegen. Klar, bei so vielen Kisten kommt hier eine ganze Menge zusammen und ich hoffe mal, dass ich mit Unterstützung von diesen Sachen tatsächlich in der Lage bin, sowohl innerhalb der Zeit als auch bevor das Event endet, weil ich möchte ja die restlichen Kisten noch oder die restlichen Free-to-Plays noch durchspielen, um dort die Chance auf mehr Kisten zu bekommen. Ob ich innerhalb von einem Tag noch in der Lage bin, die nächsten 150, ja eher 270 Level letztlich zu schaffen. Und wenn nicht, dann halt beim nächsten Mal. Also, tschüss!